So, das Paket ist von Raumzeitlabor. Ja. Oh! Okay. Es sieht aus wie eine Na, wir gucken mal weiter. Und nochmal zwei Fälle. Die sind beide gleich geschnitten, wenn ich sie sehe. Ja, das nicht. Okay. Fell, ja, sehr schick. Okay, das sieht spannend aus. Oh, guck mal, cool. Frohe Weihnachten, wünsche das Raumzeitlabor. Hallo Hacklabor, heute erhaltet ihr eine kleine, gemeine Puzzlebox. Wir hoffen, ihr werdet genauso viel Spaß beim Öffnen haben, wie wir sie beim Austüfteln hatten. Drin erwarten einige elektronische und schokoladige Überraschungen auf euch. Kommt vorbei, wenn ihr in der Nähe seid. Wir im Raumzeitlabor freuen uns auf euch. Frohe Weihnachten. Ja, vielen Dank. Okay, ich hol mal... Oh, das ist ja geil. Die ist aus Holz. Oh, man sieht das ja so ein bisschen. Die hat sogar einen USB-Anschluss. Do not press. Oh, Entschuldigung. Yeah. Besorg mal ein Mini-USB-Kabel. Dann dürfte vielleicht eins sein. Wir schließen einfach da mal an und gucken, was passiert. Guck mal, da ist ein Lichtsensor, das sieht man schon mal. Also sie geht schon mal nicht auf. Ach, guck mal, das kann man wirklich drehen. Ich glaub's nicht. Ja? Okay, da oben scheinen LEDs wahrscheinlich oder so zu sein. Ich weiß nicht. Schwierig zu sehen. Do not press. Sollte nicht draufdrücken. Ja. Das ist verlockend. Und von drinnen auch zu. Und es gibt Hints, aber wir machen erstmal ohne Hints. Guck mal, Puzzle 3, Puzzle 3, Puzzle 1 und Puzzle 2. Sehr schön. Dann gib mir mal mein Device darüber. Mal gucken, ob wir was sehen, wenn wir das anschließen. So. Und jetzt geht gleich mein USB-Port kaputt. Hihi. Ja, da ist so ein USB-Killer. Genau, ein USB-Killer. Da, guck mal. Ah, es leuchtet. Vielleicht ist es ja nur USB. Also ich sehe da nichts, ehrlich gesagt. Das sind alles meine Default-Geräte. Sieht erstmal nicht so aus, als wäre da was dran. Faszinierend. Ja, dann Hint Nummer 1. Ja, wir nehmen mal hier... Ach, guck hier. Ah! Scheiße. Ich verstehe. Du, wenn du... Nee. Das ist ja geil. Da, ja! Das ist Nummer 1. Hoffe ich zumindest. Nummer 2. Sind die beiden? Was sind die beiden? Guck mal, da ist eine TARDIS drauf. Wie cool. Sonst holt ihr nochmal Strom. Ich habe einen Akku in einem Powerbank in meiner Tasche, da ist eine Powerbank. Kram da mal. Ach, vielleicht jetzt ein Device? Nee, ist kein Device.
vielleicht wirklich nur Strom. Aber was könnten denn diese beiden Punkte sein? Weil das ist das Zahnrad da. Also der ist mit Hochzeitlabor-Logo. Wie bitte? Da ist eine, das ist Licht. Das ist super geil. Und hier ist auch noch eine. Okay. Hast du mal die Button schon mal gedreht und den Button gepresst? Nee, das ist... Da steht auf Do Not Press. ich hab nur das Press gesehen. Das ist Puzzle 3. Also das hier scheint immer noch nicht gelöst zu sein, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht binär 42 eingeben. Oh Mann. Ich drücke auch nur wahllos. Das muss doch eine Logik haben hier. Ja, binär 42 eingeben. Er macht das Klingel und es explodiert. Ah. Ja, dann macht Puzzle Nummer 1 nochmal auf. Ich hatte es ja schon einmal, das muss ja auch ein zweites Mal funktionieren. Boah, hast du gesehen, dass es funktioniert? Na, die waren erst orange und dann habe ich sie alle ausgekriegt und dann sind sie einmal rot aufgegangen. Und jetzt kann man sie halt mit rot machen. Aber ich mache hier immer... Ja. Drück mal nicht so schnell, dann kommt das Rot sehen. Also. Oder wir bauen ein neuronales Netzwerk und schmeißen es halt frei. Wenn ich den drücke, geht der aus. Aber guck mal, ach, der macht doch jedes Mal was anderes hier, wenn ich das richtig sehe. Siehst du das? Vielleicht hat ein Intern-State, der ihn auch beeinflusst. Das können wir jetzt einfach 10 Stunden lang. Na gut, ich mach mal hinten eins auf. Einmal habe ich es ja schon gelöst gehabt, aber. Können wir nicht im Video zurückspulen und gucken, was ich gemacht habe? Geht der nächste sauber auf? Try switch off all lights by touching the buttons. The puzzle has 4 stages and all of them are solvable. Mm-hmm. Dann zieh doch mal den Strom aus und reset das. Nein, kein Scheiß, ich reset das nochmal. Du weißt ja jetzt nicht, du hast ja jetzt so viel rumgedrückt, dass... Na, ich hab ja, einmal habe ich ja schon mal gelöst, ja, also... Du willst darauf rumgedrückt und du willst nicht, in welchem Zustand ist. Genau, so. So, jetzt sind alle orange. Ja. Ich mach mal rechts an. Naja, ich hab vorhin von links angefangen. Ja, okay, Ich habe mir das natürlich auch nicht gemerkt, was ich gedrückt habe. Ne? Also jemand anders kann gerne auch touchen, wenn er möchte. Wir touchen nicht so gerne. Drück mal einen, der nicht leuchtet. Da, guck. Und oh, hast du dir gemerkt, wie es geht? Nee, und jetzt ist sie rot. Das hatten wir ja vorhin auch schon. Also, okay, jetzt müssen wir jemand anders kann auch gerne. Also. Ja, ich sehe leider noch nicht, wie es funktioniert. Ich hatte schon mal das neuronale Netz fertig. Ja, Update läuft. Und? Toll. Das kannst du auch mit externen. Ach, guck mal, das werden immer mehr. Ich sehe mal ein Ding. Also das scheint irgendwie schon relativ fest zu sein, ne? Jemand anders? Nein, noch nicht. Warum tun wir die ganze Zeit fest? Ja, den Spaß, den... Das kann man Stufe 2. Da, guck dir das an. Grün! Soll ich jetzt mal aufdrücken oder glauben wir, dass grün jetzt gut ist? Nee, oh, 4 Stufen stand. 4 Stages gesagt. Das ist jetzt, glaube ich, in Stage 3. Das ist wirklich echt coole. Das ist der coole Hackerspace in der letzten Video, wie du lang und Frost. Ist auch immer, wann ich zu hinzugefügt habe. Ich wusste auch nicht, wie es besser geht. Guck mal, es läuft weg. Es läuft, guck mal, es läuft immer. Vielleicht musst du es zusammenschieben. Ho, guck dir das an. Boah. Das ist wirklich cool. Das sind Unterlegscheiben, um genau zu sein hier, ne? Also zumindest fühlen sie sich an wie Unterlegscheiben. Ich doch einfach mal rauf, Alter. Da, guck dir das an, ich hab's geschafft. Yeah. Ach, guck mal da. Jetzt leuchtet's hier. Oh, das sieht aus wie ein Morsecode aus. Kann jemand Morsezeichen?
Vielleicht sagt der kleine Mann oder der SOS. Gibt's nicht eine Morse-App oder sowas? Andere Seite? Das ist aber. Da ist ein Lichtsensor drin, vielleicht macht er ja was. Der Lichtsensor. Vielleicht spiegelt es. Spiegel-Glasfaser. Muss ich spiegeln? Ich will nur mal gucken, ob es überhaupt was sich tut, aber es sieht nicht so aus. Ja, ich würde jetzt mal selber noch mal gucken, ob vielleicht gibt es ja coolerweise irgendwie eine Morse, die auch optisch das irgendwie... Guck mal jemand anders bitte in seinen iPhone-App schauen. Taschenlampen SOS Morse. Irgendwie nicht so richtig. Kann das jemand so aufschreiben? Hä? Ja, okay, wir machen hier den zweiten Hinweis auf. Also, find a way to transfer the signal from one side to the box of the other side. Be patient, it may take a few seconds for all data to be transmitted. Wir haben da ein optisches Kabel drinne. Da? Ja, über die Snack. Über die Snack. Da müsste ein kurzes optisches Kabel drin sein. Ansonsten gibt es noch ein zweites optisches Kabel, aber wo das ist, weiß ich jetzt nicht. Wir brauchen halt eine Glasfaser, ne? Ne, das ist ein VGA-Adapter, das ist das nicht. Guck mal, mach doch eine Box auf. Ja, mach doch auf. Ja, sehr schön. Reicht das noch? Ja, doch, könnte klappen. Aber wir waren etwas bei den. So, mal gucken, ob wir es sehen. Ja, sauber! Ja. Da! Es hat funktioniert! Unglaublich! Nee, wir haben noch das dritte. Das dritte hat sogar zwei Hints, also scheint wohl ein bisschen schwierig jetzt sein. Oh! Man hört was. Mach mal kurz den Ton leiser. Könnt ihr mal... Ich weiß nicht, ob das ein Nordknopf ist. Also, es macht immer ein Geräusch, wenn ich bewege. Und dann macht es halt so ein von wegen hat wohl nicht geklappt. Nee, geht nicht auf. Ja, hab ich schon. Gleich am Anfang habe ich geguckt. Tja, ich weiß nicht, wie wir diese Kombination da jetzt machen sollen. Gibst also auf. Na, außerdem, man hat eine Idee. Na gut, dann machen wir mal. Ja, Inside in Labyrinth. Okay, das heißt, wahrscheinlich heißt denn, dass irgendwie man muss gehen. Guck mal, du hast da vorhin so einen anderen Zaun. Vielleicht bist du da gegen die Wand gelaufen.
Na, der hörte, der ist, ich guck gerade, ob man hier... Einmal hast du mir ganz erzählt, einmal hast du so einen Schritt gemacht. Dreh mal einfach ganz lange in eine Richtung. Ah, Mann. Hallo. Wo ist die Kölle? Ja, disco, disco. Das macht jetzt das gleiche Geräusch. Und wenn ich jetzt aufhöre, dann hörst du das Geräusch. Und wenn ich in eine andere Richtung gehe, dann macht es auch wieder da. Okay, sehr interessant. Macht das von alleine. Kann sein, dass jetzt schon eine Stufe erhöht ist oder sowas. Aber die Frage ist, welches Labyrinth ist es denn? Ja, ich habe auch schon geguckt, ob hier ein Labyrinth drauf ist. Also eine TARDIS sehe ich. Und ein Vortex. Und ein... Unten drunter? Ne, unten drunter ist auch nichts, habe ich ja schon geguckt. Ich glaube, das ist eine Strecke drin, also sind wir vorne ab. Das Problem ist nur, ne? Hätte man eine Idee? Nicht in ein Labyrinth bin. Hm. Dieser Button ist auch echt. Du musst es auch durch Kabel drin lassen, das geht das nicht. Ne, es blinkt im Bett. Sind da drauf? Ja, kein Schriftzug drauf und ich weiß nicht, wie das... Okay, also es ist wirklich zu schwer und niemand hat eine Idee, deswegen machen wir jetzt hier den zweiten Hint auf. One click, 90 Grad, das habe ich fast vermutet. You remove one step every 2 seconds. Ah, das heißt, du hörst alle 2 Sekunden, ob er vorwärts geht oder nicht. Genau, step and a hitting a wall. Das ist der Unterschied, genau. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich leise sein. Das heißt, dass, jetzt hören wir, dass er ja... Jetzt gehen wir einmal, wir gehen nach rechts. Immer noch eine Wand, rechts. Da, er geht vorwärts. Da wieder eine Wand. Dann gehe ich nochmal nach rechts. Da. Wand. Wieder eine Wand. Eine Wand. Er geht. Wand. Pass auf, dass du dich umdrehst. Na, der Clou ist beim Labyrinth, wenn du immer rechts gehst, kommst du auf jeden Fall immer an. Du musst bloß immer nur die Hand rechts halten, egal was kommt. Selbst wenn eine Sackgasse kommt, gehst du die Sackgasse rechts weiter, weißt du? Mhm. Dann kommst du irgendwann am Ziel an und das mache ich jetzt.
Vielleicht müssen wir es aufmalen. Pause? Ja, wir machen kurz Pause. Wir haben kurz eine Pause gemacht und das ist der Pfad, den wir lang gehen müssen. Und hier ist das Ziel gewesen. Und die Box ist aufgegangen. So, Leute. Und gucken wir mal, was drin ist. Da! Guck mal. Nano. Da ist der Servo. Da ist der Schalter. Da ist der Drehtaster. Widerstände. Da USB. Und dann die LEDs. Und ein Monster. Ein Monster ist in der Kiste. Und was haben wir hier? Ach, das ist ein Gamepad, aber was es in Wirklichkeit ist. Ach so, das ist ja cool. Genau, kannst du am Weihnachtsbaum hängen. Cool, ein NES-Controller, sehr geil. Dann haben wir hier einen Mannheimer Wasserturm. Das ist Schokolade. Sieht sehr stylisch aus. RZ Raumzeitlabor Blink. Dein Do-It-Yourself USB RGB LED Base auf Blink 1. Das ist ja cool. Kennt ihr jemand? Nein. Das ist ein USB RGB LED Ding. Das klemmst du an den Rechner an und dann kannst du IFTT drauf laufen lassen. Also der kann drauf sprechen und macht dir dann hübsche Farben für tausend deiner Sachen, die du machst. Und das ist halt anscheinend ein Klon davon. Das ist ja cool. Ja, geil. Super gut. Noch ein? Oh, schön. Ein USB-Stick. Das ist die Schiene-Firmware. Travis Goodspeed. Face Dancer 2.1. Will mal einer gucken, was das bedeutet? Und ein USB-Stick. Da gucke ich gleich mal rein. Und ein funktionstüchtiger Elektromotor. Läuft mit 4,5 Volt. Ach so, zum selben machen. Das ist ja cool. Gerade für unsere aktuellen Elektro-Grundkurse ist das natürlich ideal. Selbstgebauten Elektromotor. Das ist ja cool. Ja, super! Achso, ich wollte noch mal auf den Stick gucken. Bevor. Diese Kiste ist wirklich genial, ne? Nimm mal kurz das Video weg, da ist mein Passwort. Danke. So, jetzt darfst du wieder. Steckst du jetzt einfach so den ja, ich steck dir jetzt nur ein bisschen. No risk, no fun. Echt mal. Gleich brät. Guck mal, Quatsch. Merry Xmas! Okay, kurze Erstellung des Raumzeitlabors als Video ist da drauf. Dann Pi-Programme, das Puzzlebox-PDF, irgendwie, ein paar Bilder. Das sind die... Ah, da wurden wir gezogen anscheinend. Ach, das ist ja cool, die haben gezogen, wen die alle schicken. Das ist ja cool. Da haben die Box gefräst und gebaut. Da ist der Knopf. Ja, das waren die Bilder. Jetzt beginne ich wieder von vorne. Huch, zu weit. Ja, sehr schön. Vielen Dank dafür.